Wir müssen das tun. Es hilft alles nichts. Go sit in the pilot seat. Ja, hetz mich nicht. Meine Güte. So. Das ist lustig. Übrigens, die Unterhaltung haben wir schon einmal geführt in Toronto mit Dr. Manchi. Erinnert euch? Die Unterhaltung mit dem Indianer. Oh. Okay. Scheiße, ich vergesse gerade, auch hinter uns ist die Tür. No, it's just. Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn it, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in his fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if... What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. Doch. Doch, auf jeden Fall. Ja, steck dich erstmal ein. Also, es ist eine Kopie. Wir sind das hier von vor einer Minute, wo wir noch in diesem Körper steckten und glauben jetzt quasi, dass wir transferiert werden. Ja, was nützt es denn? Es hat ja keinen Sinn. Es hat ja keinen Sinn, ehrlich gesagt. Was soll das denn hier? Ihr wisst, denke ich, warum ich das tun muss. Weil ich kann mich nicht selber hier lassen und dann irgendwann aufwachen und dann renne ich hier rum und glaube zu wissen, dass es schiefgegangen ist und Catherine ist weg und der Anzug ist weg. Ich kann mir das nicht anschauen, tut mir leid, ich gehe einfach. Ich möchte mir das nicht anschauen. Es ist grausam genug, ehrlich gesagt, so eine Sache. Das ist einfach so, das ist so weird einfach. Das ist so, als würde man seinen Klon, ein neues Du, ja, seinen Klon irgendwie umbringen, um sein eigenes Überleben zu sichern. Aber wer ist dann noch der Echte? Wer sagt mir denn dann, wer der echte Simon ist? Wer ist das echte Ich? Eigentlich ist es dann niemand mehr. Es gibt dann nur noch, ja, mehrere Ichs von einem. Ist dann der Echter, der länger lebt? Oder der, der hier irgendwas Neues erkundet? Oder ist der echt, der in dem Stuhl sitzt und ewig weiter dahin vegetiert? Ich habe keine Ahnung. Und warum, das verstehe ich nicht, warum muss man denn die Sachen kopieren? Warum kann man den, ja gut, wahrscheinlich sind die nicht in der Lage, den Verstand oder die, ja, das Bewusstsein komplett aus dem Körper rauszuziehen, also ohne dass was zurückbleibt. Es muss immer der Verstand auch in gewisser Weise da bleiben. Man kann ihn nicht rauslöschen. Ja, aus dem Gehirn. Also das wäre ja so, als würde man sämtliche Ströme, elektrischen Impulse und was weiß ich, und alles, was darin enthalten ist, aus dem Kopf oder aus dem Gehirn hinausziehen. Und ich glaube, das geht nicht. Man kann wirklich nur eine Kopie davon erstellen. Das macht auch irgendwo Sinn, also finde ich, ne? Wenn du die Gehirnströme und das alles aufzeichnen könntest, also nicht nur grafisch darstellen, so wie jetzt bei einer Hirnstromuntersuchung, sondern wirklich daraus auch Daten erstellen kannst, ja, dann machst du ja nichts anderes, wie das Ding kopieren. Du gehst ja nicht hin und machst wie bei einer Festplatte ausschneiden, einfügen. Ja, das geht nicht. Du könntest höchstens danach das Ding formatieren. Auf Deutsch gesagt, dem Ding den Schädel einschlagen, ja. So, oder jetzt, wie wir eben gemacht haben, einfach den Stecker ziehen, dann sind die Daten weg. Und die Daten sind dann kopiert und leben woanders weiter. Das ist so weird, einfach sich darüber Gedanken zu machen, ganz ehrlich. Das ist so eine, und dann hier noch in dieser Atmosphäre hier, das ist echt so krank einfach.
Ich meine, klar, er hat alle Erfahrungen, die der andere Sim auch hatte. Er lebt jetzt ab da weiter. Aber der andere Sim, der ist auch noch da. Und das ist so fürchterlich, sich darüber Gedanken zu machen, ganz ehrlich. So. Are we done here? Yeah. Activate the clamor, please. Sure thing. Passagiere 5. Müssen wir, glaube ich, noch einer, ne? Catherine. Runter. Okay. Und jetzt? Take a seat and we'll be off. Los geht die wilde Fahrt. Have we figured out what happens when we die? Is that even possible? Is there some kind of afterlife? Do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? There a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know, I mean... He would still claim to be the right sign. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I had never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Whoops. Ach, das war gerade so schön. So einfach mal ein bisschen hier rumsitzen und ein bisschen unterhalten. Hello, Catherine. Oh. What happened? Scheiße, können wir sie nicht mitnehmen? Bitte, bitte, bitte. Scheiße, warte mal. Ich glaube, wir haben irgendwo ein kleines Problem. Ich gehe mal kurz nach oben. Wir hängen am seidenen Faden. Bestimmt die Sicherung rausgeflogen oder irgendwas. So, jetzt keinen Fehler machen.
Nicht hier runterfallen, Simon. So, was, Moment, ich geh mal hier so. Ich will nicht weit nach hinten gehen. So, was ist denn hier? Ah, okay, da ist... Oh, was? Wie geil, schaut mal. Oh, das sind Quallen, ne? Ja, genau. Oh, gut, dass ich noch abgewartet habe, Leute. Schaut euch das an. Wie geil ist das denn, bitte? Cool. Ich meine, ich habe sowas immer schon in Dokus gesehen, ne? Wenn dann irgendwie mal so ein Tiefseeroboter oder so hier eine Rippenqualle. Die sind auch geil, boah. Wenn die dann so Aufnahmen gezeigt haben von den Quallen und Tiefseeorganismen, die dann lumineszieren. Boah, wie geil einfach. Schaut euch das mal an. Wie geil das einfach ist. Das ist einfach nur schön, Leute, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach nur schön. Gut, dass wir noch kurz gewartet haben. So. Hey, I know it's not much, but why are we stopped moving? The power blanked out for a moment. I think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Ich will jetzt einfach noch hinsetzen, geht's dann weiter? Okay. Does time freeze when you're not powered? Time freeze emitted. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. Ja, und die Gedanken, die die zwei gerade hatten... Oh oh. Dr. Ross, wenn Sie das sind, Okay, das war anscheinend... Ich glaube, es war Dr. Ross. Ich weiß es nicht. Kann auch ein anderer Wissenschaftler sein. Vielleicht habe ich die Zusammenhänge... Weil es war schon sehr, sehr viel Text und sehr, sehr viele Namen. Es kann sein, dass ich das eventuell jetzt ein bisschen durcheinander werfe, aber von Ross war ja jetzt zuletzt auch noch die Rede. Und da gab es ja noch diesen anderen, der auch am Anfang so durchgedreht ist. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich habe den Namen vergessen. What happened? Something dropped onto the cage. Numbs you right out. Spoke to me. Looks like a man. One of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. I'm glad it didn't. Yeah, me too. Bist du doch ein bisschen schneller, ne? 15 Meter pro Sekunde. Eben waren wir noch bei 12 oder 13. Good, not sure the climber can take it much longer. Okay, so, this is the Omega Sector. It's about an acre of the Abyssal Plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some work with the flow in each town. Das möchte ich mir echt nicht vorstellen müssen, dass sie hier noch irgendwo rumrennt von vor, was weiß ich, wie viele Jahren. Möchte ich mir einfach nicht vorstellen müssen. Ja, und wie gesagt, die Gedanken, die sich die zwei eben gemacht haben, das waren dieselben, die ich eben auch kurz angesprochen habe, ne, mit dem, wer ist da noch der echte, ne, die Münze, ganz gutes Beispiel mit dem Kopf und der Zahl, welcher Simon wird denn dann wirklich transferiert, welcher ist der echte? Das war eigentlich ein gutes Beispiel dafür, ja, und auch das mit dem, ja, wird da oben jemand ihn als Betrüger hinstellen, ja, sozusagen, dass er der Echte ist, der andere ist ja in Wirklichkeit unten im Anzug gestorben, dann ist da oben schon jemand, der Simon heißt und dann kommen wir, also wenn man jetzt an das Himmelphänomen glauben will. Fehler, Luma-Link zum Rufen oder auf Zugplattform erforderlich, okay.
So, und hier ist es jetzt natürlich ganz dunkel. Hier ist nichts mehr mit Tageslicht. Ich glaube, wir sind über 3000 Meter Tiefe. Oder in 3000 Meter Tiefe. Oha. Ich gucke mich gerade mal ein bisschen hier um. Ne, das waren schon... Danger. Area unsafe. Stay close to the lights. Lager, Werkstatt, Tau, Stromrelais, RCR-Plattform. Okay. So, ich denke mal, da geht's rein oder hier. Ich weiß es leider nicht. Stay close to the lights. Oha. Ach, du Heilige. Ich glaube, das Areal ist aber zu hier. Ne? Hier kann man nicht rauslaufen, zum Glück. Ich glaube, ich würde hier auch gar nicht ins Freie rennen wollen. Bei der Sichtweite hier. Oh Gott, Gott sei Dank können wir das nicht. Das wäre, glaube ich, auch nicht so gut. Und wie viele Jahre die Menschen hier gearbeitet haben müssen, tatsächlich, um das hier zu bauen, ne? Das ist schon Wahnsinn. Und dann in dieser Tiefe, bei diesen Lichtverhältnissen hier, das ist schon... Puh. Sind hier... Oh, da sind sie wieder. Meine Freunde. So, was haben wir denn hier? Einfach mal reingucken. Ach, ein Schwingschleifer. Ja, das braucht man natürlich hier unten. Schwingschleifer. Oha. Dass hier überhaupt die ganze Technik dann auch noch funktioniert, ne? Ich meine, gut, klar, man kann ja mittlerweile Tiefseeroboter in so eine Tiefe hier schicken, die dann auch noch arbeiten können. Das ist ja alles möglich heutzutage, aber wie gesagt, schon sehr krass. So, jetzt renne ich ja doch hier rum. Ich wollte eigentlich jetzt gleich mal irgendwo rein, aber ich will erstmal sehen, was hier noch so ist. Na, wen haben wir denn hier? Der Kopf ist noch da. Stick to the lamp place. They won't go near them. I can't fail, Glasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Saren. He'll know what to do. Raz, you can tell him yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path! We need to go back. I know where to go. Come on. It's over there. The light is over there. Final push, Ross. Almost there. We just... Also, die haben ja irgendwann mal gesagt, es war irgendwas Großes, was sie in zwei Hälften zerrissen hat. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir dem auch noch begegnen. So eine Überkreatur, die hier irgendwo rumstolziert und irgendwie... Wat? Wat? Ach du Schande. Ich gehe dann mal wieder. Ich hoffe, ich muss da nicht lang. 700 Meter. Danger. Stay close to the lights. Oh Gott. Blue lights to tower, red lights to climber. Okay, warte mal. Bevor wir da hingehen, ich gucke erstmal, ob ich hier oben noch irgendwo hin kann. Hier waren doch auch noch so viele Räumlichkeiten und Lichter und hast du nicht gesehen. Bevor wir hier einfach weitergehen. Ah, ich verstehe. Climber Station, Observatory, Tau und Phi. Aha. So, wir gucken uns erstmal noch hier ein bisschen um, ehrlich gesagt, bevor ich da unten weitergehe, weil... Boah, wer will das schon, ne? Da unten einfach so weitergehen. Ja. So, da ist die Plattform. Hier war doch auch noch was. Hier bei diesem roten Lämpchen hier. Hier waren doch noch... Hier ist noch ein Räumchen. Warte mal, was ist da? Arclock. Angemeldet Julia Dahl. Mustersammlung, Versorgungsuntersuchungen. Überprüfung, Tau-Evakuierung, gescheitert. Transport zu Arc und angemeldet... Okay, alles klar. Also nur irgendwelche Logs, keine Aufzeichnungen mehr, nichts dergleichen. Ne, hier ist die Plattform. Oder? Ja, hier bin ich doch runtergekommen von der Plattform, alles klar. Warte mal, dann will ich da unten doch auch nochmal kurz reinschauen, was da jetzt los ist. Was ist das denn hier? Auch so eine Plattform oder was soll das hier darstellen? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier können wir noch ein bisschen. Tau, come in, Tau. Please answer, Tau.
Okay, da war wohl schon nichts mehr. Die hatten versucht, da noch Kontakt aufzunehmen, aber nichts dergleichen hat funktioniert. So, ich glaube, wir müssen auch nach Tau, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, nach Climber zu gehen, ehrlich gesagt. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass wir dann bei Tau ankommen und merken, okay, da kommen wir nicht rein. Dann müssen wir doch erst zur Climber Station. Gut, Leute, das machen wir aber, wie ihr euch schon sicher denken könnt, erst in der nächsten Folge. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag, Tag oder Abend oder was auch immer. Und sage mal, bis zur nächsten Folge, euer Angus LP.